Willkommen zurück zu Final Fantasy 12. Beim letzten Mal haben wir diesen komischen Turm erreicht. Und hier haben wir jetzt auch, nein, nicht Siegel gelöst, aber halt irgendwas gemacht, damit wir jetzt durch eine Tür durchgehen können. Ja, indem wir dunkle Essenzen oder sowas gesammelt haben. Jetzt wollen wir da hinten auch hin. Irgendwie munterfröhlich. Voller Elan. Ich hoffe nur, dass ich da vernünftig hinkomme. Aber auf dem Weg dahin haben wir noch ein paar Gegner mitnehmen, weil ich auch diese frischen dunklen Essenzen hier dann weiter benötige. Geht aber auch relativ zügig dann weg. Okay. Das brauchen wir nicht. Die haben wir alle schon zigmal verkloppt. Da lang. Ja. Ich würde mir wirklich wünschen, dass ich diese Karte, die ich hier habe, ne, einfach etwas transparenter machen kann. Damit sie die ganze Zeit so omnipräsent halt über alles halt drüber ist. Und zwar da, auch eher so nur so halb. Bin ich? Kein Problem. Ich verstehe mich manchmal auch. Oh nein, ich habe ein Leben. Nein. Nein. Jetzt. Die Dinger einsammeln im Kampf, ne? Ein Ding der Unmöglichkeit. Halt sich die noch weiter im Bau, ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele Ebenen dieser Turm hat. Weil macht mir echt ein bisschen Sorge, wenn halt schon angezeigt wird, ey, das ist Ebene so und so von dem Turm, weil sonst wurde das ja nie angezeigt. So, jetzt kann ich hier durch, ja? Da-da-da-da. Was jetzt? Ebene 50? Nee. Hä? Wo bin ich? Warum bin ich? Und wer ist Paul? Ach du dicker Stein. Na, Adamantai. Kein Stein. Oder so. Wo ist der Kopf? Ja, Kopf. Kopf. Wir sind alle blind und er stumm. Und Leben. Toll. Mein Lieblingszustand. Mach mal hier so. Der Leben muss weg. Der Leben muss weg. Der Leben muss weg. Der macht aber böse Aua. Ich sehe schon nicht, dass er Aua macht, aber er macht Aua. Ich werde jetzt alles ab. Ist das ein Moment, wo man Magie machen muss? Die ich jetzt kaum noch habe. So, sowas. Mach mal. Mach wahrscheinlich viel. Boss. Und jetzt wird halt alles ab. Man kann natürlich rufen. Smyasa.
damit wir auch mal Esper beschwören im Kampf. Weißt du? Dem Ding auch noch Gambits einstellen. Hat ja alles ab. Ich nick mal. Deal Mörser. Psycho-Emitter. Sag ich doch, null Schaden. Was zum Geier. Was soll ich denn dann bei ihm tun? Mach mal eine rote Hydra. Aber nur so eine einzelne. Ohne dass ich das irgendwie. Got a surprise for you. Falsch verbinde. Null Schaden. Ich habe das gerade gelesen. Ich kann Schutzengel auf dem Mob wirken. Ja! So, dadurch kriegt er jetzt wieder Schaden. Wie bescheuert ist das? Auf sowas ist er mal zu kommen, weißt du, Schutzengel, etwas, was halt dann hier wiederbelebt, etc. Das ist eine Phase, die halt in der Originalversion tatsächlich abzuwarten ist. Hier in dieser Version ist es möglich, Barrieren mit Wirken von Schutzengel aufzuheben. Wer soll darauf kommen? Schutzengel! Also sonst halt einfach nur abwarten, aber ich wüsste jetzt gar nicht, wie lange man hier abwarten soll. Im Original soll man 2 Minuten warten, weil 2 Minuten immun ist. Very merkwürdig. Very merkwürdiges Boss-Design. Also, dass der Phasen abwarten muss, okay. Ja, nur irgendwie so gefühlt mit Vorsprung oder so haben wir jetzt hier mehr als 2 Minuten gewartet. Deswegen alles sehr, sehr merkwürdig. Ich wollte schon sagen, kann langsam vorbeigehen, ne?
ranzige Standortwechslers. Ach, der am Anfang steht, ne? Na dann wollen wir mal hin da. So, ruhig auch an einem vorbeilaufen, ist gar kein Problem. Wir haben den Gegner hier jetzt genügend bekämpft. Hier rumlaufende Erfahrungspunkte. So, und dann gehen wir aber zum Teleportstein für Heilen und so. So, wollen aber natürlich nicht speichern, sondern den Standortwechsler benutzen. Rühren. Jetzt irgendwie nicht so ganz dran geglaubt. Ich dachte, da müsste man auch erstmal wieder irgendwelche Barrieren entfernen. Jetzt sind wir Ebene C. Wir müssen nicht Ebene für Ebene für Ebene gehen, oder was? Oder gibt es dann auch noch Ebenen, wo wir dann noch wieder runtergehen? Ein paar Ebenen? Oh, keine Ahnung. Wie viele Ebenen hat dieser Turm? Ich weiß, ich kann schon wieder Fragen stellen, ne? Schlimm. Das geht tatsächlich ziemlich als gedacht. Und man kennt das ja aus anderen gerade JRPG-Teilen, wenn halt Ebene für Ebene für Ebene für Ebene halt komplett durchgeschmissen wird. Aber hier scheint es ja machbar zu sein. Die Frage ist halt nur, wenn das Ding natürlich jetzt 1000 Ebenen hat, sieht es auch wieder anders aus, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe, muss man diese grünen Tüpfe hier zerstören, damit du diese transparenten Wege zugänglich machen kannst. Archaische Zeichen leuchten posierend auf. Pfadfinder, der du dem kreuchenden Grün das Leben aushauchtest, ist die heiße Flamme ihrer Leben erloschen, während sie doch als Stein für immer und ewig. Ja gut, wenn ich sie töte, kommen halt Steinplatten. Ja gut, ist schon klar. Dann kommt da halt auch mal so ein Soundeffekt. Schatz mit einer Heat Potion. Und hier geht's sonst wohin. Ein paar Mal zugehauen und schon ist der Vogel viel tot. Okay, da ist wieder so ein Feuerpott.
Okay. Oh. Oh, was? Was steht denn hier Schönes? Ach ja, Schutzzeichen leuchten posierend auf. Ungestümer Visionär, der Torheit sei dir verziehen, wenn du einzig deinen Augen traust. Geblendet wird deine Seele von dem von dir Erblickten sein. Höre auf dein Herz und lasse Vorsicht walten. Findest du nicht den wahren Weg, so wirst du nie zum Gespinst gelangen, dass diese Welt eine zweite Sonne ist. Ja, gibt's hier, wenn er durch die durchgehen kann, oder was soll mir das Ding sagen, wenn meinen Augen nicht trauen soll? Wer ist noch auf? Frage ist ja nur, wo sind die Stellen, auf die ich achten muss, weißt du? Ja, eine Narrenwand. Ein paar Scheine an dieser Wand. Merkwürdig, angreifen. Da. Narrenwand, eine schöne Bezeichnung. Sollte ich mir merken, für Dark Souls und so. Ja, okay, aber wozu jetzt? Ich meine, die bringt dir so gar nichts, dass man eigentlich trotzdem da hoch kann. Ja, vielleicht schon. Falls ich mehr solche Räumlichkeiten habe. Geh mal davon aus, wir tun mal schon mal die Ebene. Wo ist er denn hier? Irgendwas zum Öffnen ist gut. Gut ist alles. Doch schön, dass wir aus einem Grund auch immer jetzt ständig stumm auf den Gegner machen. Besucher ohne Schwingen, der du dazu verdammt bist, auf Erden zu wandeln. Mit doppelten Gesichtern warten sie auf und sind gespalten in ihrem Stein. Erlöschen die roten Flammen, ebnet Stein einen neuen Weg. Der Weg der grünen Flammen wird so verschlungen. Oh, okay. Praktisch,
Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt gerade zurückgehen will. Ha! Ja! Oh, ein bisschen wie ich gerade nicht will. Ja. Mama machen, weißt du? Mana-Fusion habe ich nicht, ne? Nehmen wir das doch einfach. Und noch mehr Lebenspunkte. Und auch nicht verkehrt. Mehr Schnelligkeit ist mehr Schnelligkeit. Und mehr Schaden ist mehr Schaden. Einfach mal ein bisschen Lizenzpunkte auch wieder ausgeben, weißt du? Ist ja nicht das Verkehrteste, was es gibt. Macht eh keinen Sinn. Kann ich bei dir noch alles Schönes machen? Mach mal. Bessere Entfaltung für Potion, ich weiß ja nicht. Tun wir jetzt ja auch nicht mit ihm. Aber generell kann ich ja mal ein paar Lizenzpunkte mal ausgeben. Ne? Vielleicht auch nochmal Drillingsmeteor. Man gönnt sich jetzt sonst nichts. Da sehe ich jetzt auch nicht, was ihr machen könnte dahingehend. Ich glaube, die können ja sowieso immer nur drei spezielle Fähigkeiten machen, ne?
Brian hat auch zig Punkte. Nimm den Todeshauch. Die mit erhöhter Wirkung, ey. Die Möglichkeit dazu bieten. Einfach mit Lizenzpunkten jetzt auch mal ein bisschen verteilt sind, ja? Ich glaube, ich habe schon so das Sinnigste von allen, ne? So, ja, mehr Durchschlagskraft, also sprich mehr Schaden, mehr Mana, mehr Lebenspunkte und so. Habe ich, glaube ich, schon sehr gut ausgereizt. Voll kriege ich das Lizenzbrett eh nicht, denke ich. Doch, das ist auch ganz gut. Aber ich denke nicht. Würde mich halt wundern. Jetzt hier größere Wirkung. Das ist so, so teils echt sinnbefreit, wenn du halt dann wirklich keine Magie entfalten kannst, weil die jeweilige Klasse hat gar keine Magie in seinem Baum drin zum Erlernen. Weißt du, das ist so. Irgendwie ja nett durchdacht, aber irgendwie auch nicht so richtig. Na, also klar, du sollst es natürlich erweitern mit einem weiteren Lizenzbrett. Allerdings denke ich mir halt da auch ganz oft so, ja, ich würde ja, aber das beißt sich ja mit anderen Dingen dann wieder. Nur weil ich jetzt zwei verschiedene Bäume habe, heißt es nicht, dass in einem von den beiden auch nur irgendwas an Magie möglich ist. Ja, und dann ist es wiederum halt auch so, dass bestimmte Charaktere bestimmte Dinge in Talentbäumen oder hier in Lizenzbrettern nicht nutzen können, einfach weil es nicht so vorhergesehen ist. Ja. Also im Grundspiel soll es wohl so gewesen sein, dass jeder mehr oder weniger dieselben Bretter hat, dann ein bisschen unterteilt halt in Klasse und so. Aber hier ist es halt charakterspezifischer. Finde ich ja auch okay. Ja. Ich meine, da gibt es schlimmere Systeme. Aber dennoch hat es für mich ganz oft so das Gefühl von wegen. Boah, irgendwie ist das alles nicht so. Ne? Ich finde das ja auch eigentlich ganz nett, ne? Dass halt hier die einzelnen Lizenzen halt die Stufen von den jeweiligen Rüstungsdingern machen kannst und sollst. Allerdings ist da halt auch so an einem Punkt, wo du denkst, so, ja, ich kann auch ein paar Punkte einfach überspringen und nehme halt da einfach das, was ich brauche. So auf dem Weg dahin bräuchtest du eigentlich auch noch was anderes, aber egal. So, ja, ich gebe jetzt einfach nur Lizenzpunkte aus. Weil was ich habe, das habe ich. So. Das tut jetzt dann nicht so weh. Ihr, ne, wiederum so Durchschlagskraft, ich wüsste nicht, warum ich das machen wollen würde. Die zweimal, wie sie zuhaut, weiß ich nicht. Magie erzielt höhere Wirkung, ist halt auch so ein Ding. Wirkt das halt auch bei Heilzaubern? Weiß ich nicht. Aber eigentlich so die Heilzauber, die sie hat, sind ja schon relativ heftig. Dass die dann noch eine heftigere Wirkung erzielen, weiß nicht, ob ich das unbedingt wirklich brauche. Ne, wenn sie halt ihren Zauber da macht, oder was, Vitra oder so, das ist okay. Es ist okay. Ich bin aber zufrieden von der Hand. Auch genügend Level und. Nee, lass mal. Sie finden das so? Ja, das ist ja auch gut. Einfach nur die Sichtweite, die nicht unbedingt die größte ist in dem Game.
Eine Narrenwand. Kann es hier nicht so sein wie so im Kaufhaus, so von wegen so, ja, in Etage so und so, treffen so auf Boss XY und die Herrenabteilung ist unten im Keller oder so, keine Ahnung. Und wisse, dass einst ein König über diese Welt herrschte. In Frieden und Einklang hüllte er diese, indem er sich jenen unterwarf, deren Tun absolut ist. Das heißt jetzt für mich genau was? Weiß man auch. Der flundert nur. Was ist der Fisch? Oh nein, du. Aber wo bin ich? Warum bin ich? Wer ist Paul? Ein Speicherstein. Speicherstein ist schon höchst oben, oder? Dann machen wir an dieser Stelle dann weiter in der nächsten Folge von Final Fantasy 12. Bis dahin, viel Spaß euch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.